Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe einen nagelneuen Gameplay-Clip-Trailer von Modern Warfare 2 von Infinity Ward für euch. Den lasse ich jetzt einmal durchspielen und spreche ein bisschen drüber. Da seht ihr auch die beiden im Prinzip Verantwortlichen für die AI in dem Game, für die Effekte mit denen, für die künstliche Intelligenz sozusagen. Und man sieht ein, zwei neue Karten. Das ist, glaube ich, nicht Warzone 2. Es ist eher Bodenkrieg oder eine normale Modern Warfare 2 Karte. Ich zeige euch erst den Clip komplett, der geht glaube ich so 1,5 Minuten und dann sprechen wir kurz drüber. How we create artificial intelligence in modern warfare 2. Well, my name is Sergio Ocio. I'm the AI engineering director. So AI is anything that moves by itself. Enemies, allies that go with you in missions, cars. AI is everywhere in the game. My name is Mark Grigsby. I'm a studio animation director. I say Modern Warfare 2's AI is systemic. What that means is that when you play it, you're engaging with it in a different way almost every time. If you react in a certain way or if you move in a certain way, the AI will react to you in a different way. The first thing that we do is just start researching to see like what do people do in real life when they face this situation. We work with Navy SEALs just to make sure that everything that we do is as realistic as possible. We were looking at improving soldier speed during combat. In previous games, the AI felt like they were not appreciating their life, but in the new game, it feels like they are stressed out about the situation when they have to run somewhere. We wanted the AI to engage with the environment. So one of the takes that we wanted is for the AI to hunt you in a way where it was believable, where you were like, okay, they're thinking about me. They're thinking about where I was, where I'm going to be, and they're preserving their lives, making sure that they're not going to get shot by me, that I'm around the corner. The AI helps player be more immersed in the game. It makes the player feel more like a real soldier. And they're helping sell the experience of you are really in the worlds where we put you in. I think that the players are going to really enjoy the variety that we bring to the table when it comes to the AI. Not only are we going to have combatants, non-player characters, you're going to be able to travel your own path and engage or disengage. AI is a huge part of this project. It is across the entire game where we put a lot of investment, and I think people are going to really, really enjoy it. Also was man hier so generell sieht, sind eben 2-3 Bots und es sieht für mich so aus, als wenn das eine größere Karte wäre als eine normale Multiplayer-Karte. Ich glaube nicht, dass es mit Warzone was zu tun hat. Warzone spielt ja Warzone 2, wie auch immer es am Ende wirklich heißen wird, soll ja irgendwo in Zentralamerika, Südamerika, Mexiko irgendwie da spielen. Und das sieht jetzt nicht so unbedingt nach Mexiko aus. Es sieht tatsächlich aus, als wenn das irgendwie so ein bisschen größer wäre als die normalen Karten, die wir sonst ja spielen werden. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass das, wo die Bots hier getestet worden sind, das ist ja so ein Testumfeld gewesen für die Entwickler, dass sie sich damit irgendwie befasst machen. Wie reagiert der Bot? Wie reagieren die AIs? Und AIs sind ja super wichtig im neuen Game, weil sie ja schon angekündigt haben, ein separates Video dazu, dass auf der gesamten Warzone-Karte bis zu 300 AIs, also künstliche in Figuren, wie auch immer ihr es nennen wollt, umhergelaufen sind. Sie haben damit getestet. Und was wir bisher aus den Leaks wissen, von Ace, von Metaphor und was weiß ich, wie sie alle heißen, und Metaphor ist ein absoluter Idiot als Streamer, dass wir überall auf der Karte Strongholds haben werden. Diese Strongholds bieten uns die Möglichkeit, Quests zu machen. Mit diesen Quests können wir dann Loot gewinnen, Drohnen, Geld, Loadouts und. Und diese Quests werden durch AIs mitgesteuert. Und da war eigentlich klar, dass auf der Karte von Warzone die NPCs überall dort rumlaufen. So wie es aussieht, scheinen die aber auch random irgendwo erscheinen zu können. Und MW19 hat das mit den Animationen davon und mit den AIs und wie die Autos gefahren sind, wie die Bots sich bewegt haben, ziemlich gut gemacht. Meiner Meinung nach besser als in jedem anderen COD. Und die gleichen Entwickler plus ein bisschen größeres Team anscheinend ist dieses Jahr wieder mit dabei. Und die sprechen halt ein bisschen darüber, wie sie es gemacht haben, dass die sich menschlich verhalten. Wenn ihr auf die zielt, dass sie schnell in Deckung gehen, wenn ihr nicht auf die zielt, dass sie euch noch erstmal kurz angucken, welche Richtung die laufen, welche Wege die gehen. Das ist eigentlich ziemlich spannend und das machen die vom Marketing her, finde ich, ziemlich clever, weil sie uns jeden Tag immer so 10, 15, 20 Sekunden gegeben haben. Jetzt kommen wir Richtung COD Next Event am Donnerstag und die Beta startet am Freitag. Unten Link, Ausrufezeichen MMOGA. Da könnt ihr euch einen Beta-Code kaufen für 3, 4 Euro, wenn ihr das Game noch nicht vorbestellen wollt. Ihr werdet es dann auf der PlayStation wahrscheinlich ab Donnerstag runterladen können.
Das ist schon ziemlich spannend und wir kommen langsam in die Phase, wo wir das erste Mal ab Freitag offiziell Multiplayer in die Hand nehmen können und ausgiebig testen können. Und so Leute wie ich, die Glück haben, die eine PS5 haben oder auch ihr mit einer PS4, oder habt halt die Möglichkeit, fast 10 Tage durchzutesten. Und da freue ich mich natürlich drauf und da ist sowas dann schon interessant zu sehen. Ich bin der Meinung, dass das noch eine ganz frühe Phase vom Game ist. Das sieht auch von den Konturen her so aus, obwohl ja auch die Qualität vom Clip einfach nicht so gut ist. Das sieht generell so aus, als wenn zwar die AI schon auf einem guten Stand war, aber eben so eine ganz, ganz frühe Alpha-Phase, wo jetzt noch nicht so viel Wert auf die Kanten, Konturen gelegt wurde. Ich bin ziemlich gespannt, wie das Ganze jetzt am Ende ablaufen wird, ob wir wirklich 200-300 NPCs in Warzone sehen, ob die im Multiplayer irgendwie groß interessant werden. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber ich freue mich drauf, weil das Vanguard jetzt vorbeigeht und man merkt in dieser Season auch, dass sie an Rebirth und Warzone nichts mehr machen. Es ist andauernd Paketverlust. Es wird immer schlimmer mit den ganzen Themen wie Lags, Lagspikes. Wenn man an Loadout geht, freest der Bildschirm einfach ein. Also ganz, ganz schlimm, was aktuell passiert. Ich bin froh auf das neue Kapitel oder ich freue mich zumindest, dass wir die Chance haben, was Neues zu sehen. Ohne dass ich jetzt natürlich weiß, ob es gut oder schlecht wird. Das wird man sehen. Freut ihr euch drauf? So mit NPCs in Warzone? Könnt ihr euch das gut vorstellen mit ganz vielen? Ob das nervig wird oder ob das Sinn macht? Ich hoffe nur nicht eben, dass es so wird wie in Fortnite, weil andauernd Leute killen und dann zu sehen, dass es ein Bot war, ist, finde ich, absolut unsinnig und unnötig. Sowas gehört vielleicht in Lower Skill Brackets, im Multiplayer, wo wirklich schlechtere Spieler spielen, dass die Bots mit drin haben, aber nicht in normalen Lobbys, ist meine Meinung. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.